arbeite hier beim Fraunhofer in der Arbeitsgruppe Industrielles Internet, bei dem wir uns mit der intelligenten Vernetzung beschäftigen. Da arbeiten wir in Projekten mit Industriepartnern zusammen. Das ist eine meiner Tätigkeitsfelder. Die andere ist hier in der Geschäftsstelle der Smart Factory OWL tätig zu sein, wo wir unsere Forschungs- und Anwendungsplattform den Kollegen zur Verfügung stellen, um dort ihre Themen, die sie dort entwickeln, hier in die Anwendung zu bringen und zu demonstrieren. Ich habe hier an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo Technische Informatik studiert und ich habe es sehr genossen, während meines Studiums schon beim Fraunhofer arbeiten zu dürfen als studentische Hilfskraft und so dann im Prinzip relevante Projekte schon mitzubekommen. Mein persönliches Anliegen in der Forschung ist tatsächlich, diese neuen Technologien zu erproben und damit die Menschen in ihrer Arbeit und ihrem Leben zu unterstützen. Also hier beim Fraunhofer haben wir erkannt, dass der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt steht, auch wenn es um das Thema Automatisierungstechnik geht. Also wir haben zum Beispiel hier auch einen kollaborativen Roboter im Einsatz. Dieser Roboter kann den Menschen nicht verletzen. Der Mensch macht dann sehr komplexe Tätigkeiten, die der Roboter vielleicht nicht kann und übergibt es immer dann, wenn es dann zu einer monotonen Arbeit wird. Die Smart Factory OWL ist hier auf dem Campus der Hochschule Ostwestfalen-Lippe wirklich eine ganz besondere Infrastruktur, denn sie bildet letztlich die reale Produktion ab und bietet so Unternehmen, aber auch Partnern von uns ein reales Forschungsumfeld. Man könnte sagen, die Smart Factory OWL ist eine Fabrik der Zukunft. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der die Digitalisierung in vielen Bereichen immer weiter fortschreitet. Und tatsächlich auch im industriellen Umfeld ist es so, dass diese Digitalisierung zu einem Paradigmenwechsel führt, in dem viele Arbeitsbereiche sich verändern, sich vernetzen. Ich finde es sehr, sehr spannend, in dieser Zeit zu leben, in dieser Zeit zu arbeiten und eines Tages vielleicht sagen zu können, dass ich die vierte industrielle Revolution mitgestalten durfte.